Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sind im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern in Dömitz und da steht der Bulli und da steht der Pepper. Wir sind diesmal doppelt unterwegs, das heißt wir wollen einiges euch zeigen, wir wollen euch Dömitz zeigen und wollen ein paar Videos drehen und das alles nach unserem Intro. Wie ihr seht, Stefan ist natürlich auch mit dabei. Ja, ich war kurz mal da drinnen. Kannst du jetzt mal Hallo zu den Leuten sagen? Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Weiß ich nicht. Ja. Wo wir sind? Doch, das habe ich alles schon gesagt. Ja, ach so. Wir sind in Dömitz und wir sind gespannt, was uns das Wochenende erwartet. Gerade ein bisschen so Wärmegewitter, aber das stört uns mal überhaupt gar nicht, weil hinter dem Teddy ist das ja gar nicht erkennbar, aber da steht ein richtig toller Pavillon. Und ja, wir werden jetzt erstmal was essen, werden erstmal hier in Ruhe ankommen und dann werden wir uns wahrscheinlich... Ja, nach dem Essen oder sowas nochmal, ne? Genau, erstmal genau. Werden wir mal in Ruhe was essen. Ja, wir haben noch nichts gegessen. Wir haben gedacht, oh, wir müssen unbedingt mal hier hochlaufen, weil ich habe nämlich die Brücke da gegenüber gesehen. Eine ehemalige Eisenbahnbrücke, wo man noch wirklich sehen kann, irgendwann hat hier mal Krieg stattgefunden. Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel, dass wir mal getrennt waren. Ja, was soll man noch sagen? Wir waren ja schon mal hier. Und zwar erst Pfingsten, Schwerin. Da waren wir aber dort weiter runter. Und irgendwo dort ist halt dieser wunderbare Aussichtspunkt. Mal gucken, ob wir den von oben sehen werden. Dann wollen wir aber morgen, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Auf jeden Fall wunderschön. Dieser Wohnmobilhafen gehört, glaube ich, zum Hafen. Haben wir auf jeden Fall bei Park 4 Night gefunden. Kostet 15 Euro die Nacht, 4 Euro Strom. Wir bezahlen ein bisschen weniger. Aus dem einfachen Grund, weil wir auf so einem Notfallplatz stehen. Aber ja, was soll man sagen? Ich finde das hier richtig schön. Und ja, mehr gibt es dann entweder nach dem Essen oder halt morgen. Aber Stefan wird nochmal so einen Schwenk hier machen. So, lecker gegessen haben wir. Ja. Die Köche verstecken sich da. Genau, die wollen nicht mit aufs Bild. Also einer wird dann auf jeden Fall morgen nochmal mit drauf kommen oder zumindest in einem anderen Take, in einem anderen Video. In einem Video. Genau. Ja, wir waren jetzt gerade im Panorama Café Hotel Restaurant Beach Club. Die haben hier tatsächlich einen Pool mit Beach. Man könnte reinspringen, aber nicht mehr um die Uhrzeit. Aber man kann das Ganze hier empfehlen auf jeden Fall. Duschen sind vorhanden, haben wir geguckt, Toiletten sind vorhanden. Das ist alles in diesem Hotel mit drin. Ja, kostenlos kannst du den Pool mit benutzen, also vielleicht morgen noch mal eine Runde rein oder so. Muss man sehen, wie warm es ist. Genau. Genau. Ansonsten ein wunderschöner Hafen. Wenn man ein bisschen was erkennen konnte. Naja. Zur Not blenden wir Bilder ein oder irgendwas. Ja, wir werden jetzt den Abend noch genießen. Ist ja kurz vor 8 und dann geht es morgen weiter hier in dem Video. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sollen ruhig mal wach sein. Wir haben es, keine Ahnung, wie spät. Ja. Ja. Wir haben eine Apfeluhrzeit. Ach so. Ja, das ist ein Zweiter. Ja. Wir haben 46, also 7.46 Uhr. 46. Kurz vor 8. Wir fahren jetzt ins Dörfli. Und mit den Dingern Brötchen holen. Genau. Und dann werden wir erstmal lecker schön frühstücken. Und dann werden wir heute auf jeden Fall mindestens 2 Videos drehen um den Weinsberg. Mhm. Und dann wollen wir auf jeden Fall noch eine E-Bike-E-Scooter-Tour machen an der Elbe. Jo. Ja, und da nehmen wir euch alles mit. Aber jetzt fahren wir erstmal in die Stadt und holen erstmal Brötchen. Genau. Wir haben lecker gefrühstückt.
Oh ja, das war schon mal gut. Also so, wenn so jedes Wochenende losgehen würde, das wäre bombig. Aber naja, geht halt nicht. Nee. Dann haben wir gerade gehört, dass kein Empfang war mit der Antenne. Müssen wir mal schauen, weil wir haben eine Frage bekommen bei einem unserer Videos zum Pepper, wie das denn mit der Antenne da ist. Das werden wir auf jeden Fall versuchen in diesem Video zu beantworten, beziehungsweise auch auf unserer Homepage. Die Adresse blenden wir da gerade mal ein, euch zu zeigen, was man da machen muss. Ja, und wir, was denn überhaupt, hast du das überhaupt gesagt? Dass die nicht jedes Mal wieder zufährt, die Antenne, also das heißt die Schüssel. Ja, das hast du doch jetzt gesagt, warum soll ich denn das dann sagen? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, wir gehen jetzt duschen. Wir sind ja hier am Hafen, Wohnmobilhafen, Hafen kann man fast sagen, in Dömitz. Und ja, dafür gibt es eine Duschmarke. 1 Euro ist die wert für 5 Minuten. Ja, und ja, jetzt wollen wir mal die ausnutzen hier, weil wir seit auf dem Wohnmobilplatz mit unserem Headset zu duschen, das ist glaube ich nicht so gut. Schwierig, genau. Und dann werden wir uns jetzt erstmal frisch machen. Genau, und dann starten wir wunderbar nochmal neu in Etappe. Ach, ist das schön. Wir sind fertig, wunderbar geduscht. Das ist, geht sehr gut an diesem Platz hier. Eingecremt, es ist sonnig. Ja. Es ist warm. Wir verlassen jetzt unsere Ponte Rosa und machen eine Tour mit E-Bikes und E-Scootern. Mhm. Ja. Leider Gottes haben wir den Pendöppel für den Kopf vergessen. Nee, müssen wir mal gucken, wie wir eine Aufnahme machen. Ja, mal schauen. Aber das werdet ihr dann sehen. Ja, für uns geht's jetzt erstmal los. Also kommt doch einfach mit. Wir sind wieder zurückgekehrt, wie ihr seht. Wir sind in der Ponte Rosa. Und wir, was soll man sagen? Aus Exit Cross ist geworden Exit Schrott. Nicht nur mein E-Scooter hat diesen wunderbaren E12-Fehler, sondern Stefans jetzt auch. Jetzt friemeln wir schön dieses komische Teil da ab. Schrauben lösen. Ja, und das sind ja nur so ein paar, die er da lösen muss. Ja. Laut Internetanleitung soll man dort eine Steckverbindung prüfen. Ich frage mich nur, wenn das bei allen Rollern vorkommt, sag mal, was ist das denn für ein, ja, für eine Qualität, die da liefern? Ich denke, man soll damit ins Gelände können. Also, dann ist ja Gelände noch schlimmer. Naja, mal abwarten. Genau. Wir werden das jetzt mal jetzt alles aufschrauben, ein paar Fotos machen und dann melden wir uns mal wieder, wenn Dr. Stefan da was geklärt hat. Wenn ich es hinkriege. Das hoffe ich. Dann müssen die Dinger zurück zur Iohawk. Was soll man sagen? Da sind sie natürlich noch. Wir haben sie noch nicht in der Elbe versenkt, wollte ich sagen, oder in der Elde, eher gesagt. So, jetzt gehen hier die Mittagsglocken los, aber ist nicht schlimm. In dem Teil waren Steckverbindungen. Bei mir gab es da, ich sag mal, Probleme, weil da die Verbindungen sehr locker waren. Bei Marcel war das nicht der Fall, aber ich habe trotzdem alles nochmal einmal gelockert und wieder festgezogen. Ich bin mit Marcells Roller gerade eben einmal komplett durchs Feld durch, also das heißt zu gucken, wie ist es? Das lief auch wieder. Müssen wir jetzt mal abwarten, ob das weiter auftaucht. Wenn das weiter auftauchen sollte, dann sind wir da auf definitiv machtlos. Dann würde ich auf jeden Fall Anno Iohawk dazu ins Boot holen und dann sollen die sich bitte um die Problematik kümmern und ihre ihren Mist ausbaden, sagen wir es mal so. Na Marcel, schneller zurück als wir gucken konnten, wa? Genau. Ich würde behaupten, Iohawk, naja, es ist meine Mutter, aber stellt euch vor, es wäre eine Schraube. Ja, keine Ahnung, die habe ich da drin gefunden. Also, wo die herkam, weiß ich nicht. Also, die klebte nur irgendwo auf einer klebrigen Oberfläche und ja, also, es war kein, weiß nicht, wahrscheinlich Überbleibsel oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, jetzt muckt meiner auch richtig rum. Hatte schon ja am Anfang, als ich hier angekommen bin, nämlich als bevor wir versucht haben, dann die Stecker nochmal auseinanderzustecken, wieder zusammenzustecken. Und jetzt macht er das genauso. Also viel mehr haben wir natürlich nicht gemacht als Stecker auseinander, Stecker zusammen. Außer, dass du jetzt einen neuen Fehler hast. Ich habe ja den. Ja, ich habe einen ganz neuen, genau. Und ich habe H08 irgendwas oder sowas. Oder 8H, oder? Oder 8H, 08H, ich weiß nicht mehr genau. Habe ich auch fotografiert. Können wir ja mal einblenden. Also
ist irgendwie sehr merkwürdig. Wir werden jetzt eine E-Mail auf jeden Fall an Iohawk schicken. Ja. Und die sollen sich bitte da mal drum kümmern und das Ding, ja, sich unter die Lupe nehmen, was auch immer da Sache ist. Aber es ist eigentlich traurig, dass gleich zwei von den Dingern nicht funktionieren. Also wenn einer mal nicht geht, okay, ja, dann kann man ja immer mal sagen, naja gut, man hat da mal einen Fehler drin gehabt. Aber das zweie ist schon, macht mich skeptisch, so sage ich es jetzt mal. Also ich warte mal ab, wie Iohawk darauf reagiert und auf jeden Fall wissen wir, dass wir die nicht mitnehmen auf unserer Reise. Leider nein, wir wollten das eigentlich, damit wir auch da mal eben schnell mal zum Einkaufen und mal hin und her, aber gerade auf dem Campingplatz vielleicht auch, aber das ist uns zu risikohaft. Und das dann alles mitzuschleppen für das, was wir im Endeffekt nicht brauchen, macht keinen das Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Ja, so viel zu dem Thema und wir werden jetzt das ein oder andere anderes Video drehen. Wir werden gerade im Videodreh gestört, aber das ist egal. Ist normal, wir sind ja im Urlaub, da darf auch gestört werden. Genau. Nein, damit jetzt in Ruhe die Frage der Bardose geklärt werden kann. Genau, es gibt jetzt eine Bodenshow. Es ist eine Bodenshow, und, aber ohne euch. Genau, bis dann. Nachdem wir so wunderbar auf dem Campingplatz im Pool gewesen sind, denn die haben tatsächlich hier einen Pool in Dömitz, sind wir jetzt zurück an die Elbe. Und damit ihr viel, viel mehr sehen könnt von diesem wunderschönen Platz, geht Stefan in die Luft und zeigt euch alles von oben. Grad haben wir es. 16.46 Uhr. Ich wollte gerade fragen, wie spät? Also, Watt, nicht Temperatur. Wir waren ja vorhin einmal eine Runde planschen. Ja, also das, wie gesagt, ich hatte es ja eben gerade schon mal gesagt, wie gesagt, bevor dem Drohnenflug. Also das finde ich echt klasse, dass die sowas hier anbieten. Also der Stellplatz selber kostet ja 15 Euro, 4 Euro Strom. Reservierung sollte man machen, der ist wirklich sehr, sehr beliebt, der Platz hier. Und dann hat man halt, Duschen kostet für 5 Minuten 1 Euro, WCs sind okay mit dabei. Und dann hat man noch auf jeden Fall einen Pool mit dabei. Ja, und das war top, also bei den Temperaturen ist das mega. Du bist da eben schnell mal rein, dann gut, klar, jetzt mittlerweile ist der Körper wieder, hat sich wieder aufgeheizt, aber da rein, dann kühlst du dich erstmal schön ab und so, also das ist schon gut. Und auch in Corona-Zeiten war es okay, weil so viele Leute waren da nicht, wir waren dann alleine mit, ja, wir vier sozusagen. Also mein Körper hat sich nicht so ganz ist wieder so warm geworden, weil ja, gibt es richtig lecker. Das ist keine Werbung, liebe Leute, weil das ist selbst bezahlt und das ist eine Produktempfehlung, weil wir wirklich das Produkt empfehlen können. Es war lecker hier auf jeden Fall. Richtig lecker. Wir haben nachher noch ein bisschen was mit. Wir haben ja hier den Teddy dabei. Dadurch ist es ja, haben wir ja ein Eisfach dabei und wir haben schon ein bisschen Frosteis dann mitgenommen. Und ja, das gefriert jetzt weiter oder bleibt jetzt weiter gefroren.
Und nachher gibt es ein schönes, leckeres, ja, Waldmeister Softeis. Ich bin sehr gespannt. Für mich nicht. Ich habe meinen klassischen Schokovanille. Ich bleibe einfach klassisch. Und ja, jetzt wollen wir gleich grillen. Als wenn es nicht warm genug wäre, will der da auch noch den Grill anschmeißen. Also noch mehr Temperaturen hier rein. Entschuldigung, ihr wollt doch auch was essen. Ja, auf jeden Fall haben wir alles richtig gemacht. Also es ist wieder der erste Trip, wir mit unserem Bulli, der ja heute wirklich, also in diesem Video, überhaupt nicht in den Fokus steht. Nein. Und mit dem Weinsberg zusammen wollten wir ja Mai machen. Da hat ja sich Frau S. Punkt, die Frau, die kleine Frau, die ihr da in der Drohne gesehen hat, die sich nicht zeigen lassen will, ist doch drin. Die meinte ja, nö, ich will mit den Jungs nicht auf Tour gehen. Da ist eine Schiene, da ist ein Rad. Oh, ich lege mich einfach mal hin und breche meinen Arm. Naja, aber sie hat mitgekriegt, das war eine dumme Idee. Macht sie nicht nochmal wieder? Nein. Hat sich jetzt auch ein anderes E-Bike geholt, damit das auch besser läuft. Alle beide, die haben die getauscht. Ja, damit es halt besser absteigbar ist. Haben wir nämlich getestet jetzt auch. Die sind gut. Also ja, kann man klein, wirklich. Aber gut. Also klein, aber fein. Ja, man muss sich ja dran gewöhnen, welche Gang, weil ich habe mich da erst so abgestrampelt und das tut natürlich die Knie nicht gut, aber naja. Ja. Man kann ja hochschalten, ne? Man kann jetzt hochschalten. Kann ja mal euch mal kurz zeigen. Wenn man sie sehen konnte, ja, konnte das man. Sind sie auf jeden Fall, genau. Ja, falls so. Ihr nicht so viel sehen konntet, ja, wir haben unser Netz wieder, weil das ist der Pavillon von, wie gesagt, von Norwegen den, schon. Von den Teddys, aber hier das Netz, das haben wir mitgebracht. Ach so, ja, genau. Weil wir definitiv wussten, das brauchen wir, werden wir auch in unserem Urlaub auf jeden Fall in Österreich und Schweiz mitnehmen. Genau. Das wird nämlich unser nächster Urlaub. Aber soweit ist es noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal was essen. So sieht's aus. So, mal sehen, ob uns jetzt wieder in die Aufnahme quatscht. Ja, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall waren wir noch einmal schwimmen. Also ganz ehrlich, das ist so toll hier, ja, an diesem Platz. Da kann man nur sagen, kommt mal her, schaut euch Dömitz an. Soll ja auch noch so ein Schloss, Festung, sowas in der Art hier haben. Haben wir nicht besucht, weil irgendwie heute war das Wetter für... Sehr warm gewesen. Genau. So, irgendwer will was? Genau, eine Rolle. Ah, hier stehen nämlich die ganzen Sachen und da stehen die ganzen Sachen. Wir haben drei Tische. Also uns geht hier echt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Genau. Aber das ist halt der Vorteil, wenn du mit zwei Campern unterwegs bist. Auf jeden Fall wird es dekadent, selbst bezahlt. Deshalb zeigen wir es einfach. Und wir freuen uns schon auf unsere T-Shirts. Also Olli, falls du das jemand siehst hier. Wir wissen, was gut ist. Man ran, genau. Genau. Jo. Wir werden den Abend jetzt genießen und euch dann nicht mehr dabei haben. Und morgen geht's weiter und mal sehen, was da noch so passiert. Genau. Wenn es nachher dunkel wird, haben wir nämlich auch noch hier Lampen aufgehängt, so eine kleine LED-Lampen. Ja, schauen wir mal, also, ob wir ein Foto euch einblenden können. Genau. Und dann sagen wir. Die waren gestern Abend schon gut. Da war das Foto aber schlecht. Ja, okay. Dementsprechend bis morgen früh. Bis morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe meine Uhr noch gar nicht an. Ach, so viel schon bewegt und dann ist die Uhr nicht an. Halb zehn haben wir es. Wir gehen wieder zu den Duschen und machen uns fertig. Frühstück haben wir schon. Und ja, der ist auch wieder am Start. Ja, war wieder eine ruhige Nacht hier. Wunderschön. Ja. Also den Blick brauchen wir nicht ganz zu machen, weil... Die Kamera kommt ja nicht mit. Ach so, ja. Also ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Grillen tun wir nochmal. Genau, bis 14 Uhr müssen wir hier weg sein, also das ist auch toll. Genau. Der Teddy, der da steht, der macht sogar noch eine weitere Reise wahrscheinlich. Der geht noch bis nach Lüneburg. Ja. Wir können leider nicht mit, weil... Tja, der Arbeitgeber ruft. Ja, warum auch immer, verstehen wir gar nicht. Wobei, wir hören es immer nicht, aber... Wir hören es nicht, aber irgendwie denken... Also doch, hier, im Kopf kommt im da... Im Kopf kommt da lieber. Ja, mal sehen, was das noch wird. Aber jetzt gehen wir erstmal duschen und dann melden wir uns danach wieder. Ach, ihr werdet doch sehen, was danach kommt. Genau. Frisch geduscht? Ja. Aber wir waren gerade ein Video drehen. Und damit bist du schon wieder durchgeschwitzt. Genau, wir können ja schon wieder duschen. Wir könnten auch im Pool gehen, ich gehe aber nicht. Ich bin da ein bisschen doch empfindlicher, als ich immer wieder gedacht habe. Oder ich vergesse es immer lieber gern. Weil eigentlich macht es ja Spaß, in so einen Pool zu gehen. Aber das mag mein Körper nicht. Aber, das Chlor ist, glaube ich,
dem genau. nicht so ganz recht. Ja, okay, ich habe aber auch im See. Ist auch, also ja, aber Chlor und oder zumindest das Wasser und die Hitze und so, das war irgendwie eine komische Kombination. Ist nicht so meins. Auf jeden Fall haben wir den Stellplatz hier. Den haben wir jetzt einfach mal vorgestellt, weil der lohnt sich wirklich. Wir empfehlen ihn euch von Herzen, weil wir haben ihn ja 2 Tage auch getestet. Ja. Manch einen Platz haben wir ja nicht getestet und haben wir vorgestellt. Wobei ich überlege gerade, nee, eigentlich jeden Platz, den wir euch vorstellen, den testen wir auch. Mensch, wir sind nicht die Tester. Ah, naja, nicht jeden, aber ja. Naja, ich überlege gerade. So ein paar haben wir das nicht. Die im Harz haben wir nicht getestet, aber wir wissen, dass wir sie testen werden. Genau. Und manche haben wir wirklich vom Herzen getestet. Das ja. Guti, jetzt werden wir uns wieder in den Schatten begeben. Wir sind zwar auch Schatten, aber wir werden uns hinter dem Pepper begeben, werden noch ein bisschen Schattenzeit genießen. Und jetzt werde ich Datensicherung machen, weil ja, ist ganz schön viel zusammengekommen an diesem Wochenende. Ja. So, wieder Zeit, dass es was zum Essen gibt. Haben nur ganz wenig aufgetischt. Und der redet wieder nicht, also das ist immer grauenhaft. Kannst ja auch mal stoppen. Wieso? Weil Mama drauf war. Das wird doch weggeschnitten. Dann machen wir ein großes Smiley hin. Weil die Frau S. möchte nicht auf dem Video drauf sein, dabei ist sie schon nichts auf dem Video, aber das verraten wir ja nicht. Dann ist es doch auch nicht. Hat ja nichts gesagt. Außer eben gerade. Gut. Hier, Monsieur, was machst du da? Grillen. Der Willen zum Grillen. Stimmt nicht, er lässt sich von Käse beschießen. Das stimmt. Ja, das genießen wir hier noch. 14 Uhr müssen wir runter vom Platz sein. Aber das ist ja noch eine Weile hin. Wenn man wüsste, wie spät das ist. Nach 12 auf jeden Fall. 12 vor 6. Ja, dann werden wir uns auf jeden Fall noch schön Frosteis holen. Und dann mal schauen, was der Tag noch so bringt. Wahrscheinlich nach Hause fahren. Stau oder so. Naja, Stau vielleicht. Stau nicht. Wir fahren über die Landstraße. Also wenn es da staut, dann musst du auf die Autobahn fahren. Hast du wenigstens Stau, wo du stehen kannst. Ja. Guti, dann werden wir jetzt erstmal essen. Und dann melden wir uns zum Abschied nochmal. Ja, Marcel, was sagst du zu der Reise? Ja, erstmal sage ich, alles wieder raus aus dem Teil. Ja, gut, das muss ja auch so sein, ne? Und hier ist der Vorteil, dadurch, dass der Pepper einen Sog bekommen hat, kommt man ohne Probleme hier entsorgen. Hätte man wirklich eine richtige Chemietoilette, Hätte man das hier nicht gedurft, dann hätte man da rüberfahren müssen. Auf der anderen Seite ist nochmal ein Campingplatz, jetzt vielleicht mal da machen dürfen. Keine Ahnung. Ja, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, ach, das war ein richtig schönes Wochenende. Leider schon wieder vorbei. Ja. Aber auch nur für uns, weil hier... Der Pepper, der wird noch eine weitere Runde drehen. Genau, der fährt jetzt nach Lüneburg. Genau. Und schaut mal, was da so los ist. Bilder davon, ja, wissen wir nicht. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere Foto ja rüber oder es werden ein paar Fotos gemacht. Dann könnten wir es vielleicht mit einblenden. Müssen wir mal gucken. So, ein Wink mit einem Zaunpfahl nach da hinten. Genau. So. Auf jeden Fall wünschen wir denen dann eine weiterhin gute Reise und viel Spaß auf jeden Fall noch. Und ja, genau. Genau. Und damit ist das Video hier eigentlich auch schon zu Ende, weil... Ja, das war unsere vorletzte Reise mit unserem Bulli. Ja. Die nächste ist dann die große Reise. Dann geht es 2 Wochen lang, 2,5 Wochen. Richtig, genau. So naja, und dann weiß man nicht, was man dann noch so alles an Reisen macht. Das hängt dann davon ab, auch wann das neue Fahrzeug kommt. Ja, mit dem Bulli nicht mehr so viel. Wahrscheinlich. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.